Da wir von Education Group glauben und hoffen, dass sehr viel wirklich näher interessierte Personen sich mit diesem Symptom ADHS beschäftigen wollen, haben wir uns gedacht, wird auch das Nähertreten einiger ganz komplexer Symptome vielleicht ein guter Ansatz sein, um sich hier einfühlen zu können. Und da gibt es natürlich einige Symptome, die nicht besonders deutlich zutage treten, auch nicht gut bekannt sind, aber sehr stark mit ADHS verknüpft sind. Und einige dieser Dinge, das ist mein Anspruch nun wieder, soll Ihnen so näher gebracht werden, dass Sie sich richtig darin einfühlen können. Wie geht es so einem Menschen? Eines dieser Symptome, habe ich bereits versprochen, möchte ich noch näher beschreiben. Es ist die Impulskontrollstörung. Impulskontrolle ist nun eine Fähigkeit, die jeder Mensch hat. Man hat die Fähigkeit, die Möglichkeit, seine eigenen Impulse, die unser Tun, unser Handeln steuern, eben in den Griff zu bekommen, eben selbst zu steuern. Man hat aber auch die Fähigkeit, Impulse, die von außen kommen, steuernd zu sortieren. Das Sortieren heißt nichts anderes als das Auseinanderhalten von wichtigen und unwichtigen Impulsen. Wir als Menschen haben das gelernt. Wir erlernen, aufgrund unserer ständigen Interaktion mit unserer Umwelt, Impulse auszufiltern, die uns nicht interessieren. Das ist eine ganz tolle Schutzvorrichtung unseres Gehirns. Es schützt sich damit gegen Überbelastung. Und nun sind wir schon beim Thema ADHS. Ein betroffener Mensch, können Sie sich vorstellen natürlich, auch betroffene Kinder, so jung sie sein mögen, haben diese Fähigkeit teilweise nur eingeschränkt. Sie können Impulse, die von außen auf sie einstürmen, nur ganz unklar filtern. Sie haben nicht ganz automatisch die Fähigkeit, viele, viele einströmende Impulse heraus fernzuhalten, außen vorzulassen. Noch schlechter, sie haben nicht die Fähigkeit oder können manchmal nicht fähig sein, die Wichtigkeit und Unwichtigkeit automatisch einzustufen. Das bedeutet wiederum, so kann sich jemand das vorstellen, der ADHS nicht hat, jemand, der vielen Reizen ausgesetzt ist und ständig aussuchen muss, welcher ist nun für mich von Bedeutung und welcher nicht. Das heißt, es liegt dahinter ständig eine kognitive Leistung. Können Sie sich vorstellen, dass das anstrengend ist? So ist es. ADHS-Betroffene sind deshalb unserer Wahrnehmung nach und auch meiner eigenen Wahrnehmung nach schneller ermüdet. Es ermüdet einfach von Reizen und Impulsen durch die offenen Sinne, durch die schnelle Wahrnehmung all dieser einstürmender Impulse, ständig überlastet zu sein, sie nicht ausfiltern zu können. Unwichtiges wie ein Zug, der immer wieder vorbeifährt, immer wieder zu hören und nicht sagen, ich höre den gar nicht mehr. So kann man sich die Impulskontrollstörung zum einen Teil vorstellen. Zum anderen Teil ist es auch die Störung der Kontrolle der eigenen Impulse. Sie haben das ja sicher schon gehört oder auch wahrgenommen, dass ADHS-betroffene Menschen impulsiv handeln. Das heißt, handeln, bevor sie denken. So sagt man zumindest. Gedacht wird schon, aber es gibt eben Gedankengänge, die nicht ganz so leicht nachvollziehbar sind und münden dann in einer Handlung, die vielleicht nicht ganz so rationell erklärbar ist. Also auch das ist Impulskontrollstörung, so wie wir es verstehen. Und natürlich verstehen wir nicht, was da im Gehirn genau vorgeht. Es ist eine Funktion, die aufgrund dieser Neurotransmitter, dieser Kommunikationssubstanzen, die hier nicht im richtigen Verhältnis sind, ausgelöst wird. Und das macht eben einen dieser Teile aus. Aber wir wissen halt nicht ganz genau, wie es funktioniert und welche Mechanismen dahinter stehen. Auch da ist die Forschung natürlich noch am Arbeiten. Ein Zitat sagt das sehr schön. Es stammt von Ambrose Bierce. Er sagt, ein Gehirn ist ein Organ, mit dem wir nur denken, dass wir denken. Denken wir nun einen Schritt weiter. Zur Impulskontrollstörung passt auch noch ein neuerer Begriff, der auch zuweilen mit ADHS in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise eben auch einiges von dieser Impulskontrollstörung zu erklären vermag. Dieser Begriff heißt unglaublich kompliziert physiologischer Aktivierungsmangel. Ich beschreibe es in meinem Werk Warum zappelt Philipp liebevoll mit Input-Sucht. Können Sie sich vorstellen, dass ein Mensch, der von sehr viel, sagen wir mal, ihm schädlichen Eindrücken überlastet wird,
teilweise auch süchtig danach werden kann? Neigen wir Menschen eigentlich dazu, Dinge, die uns schaden, eigentlich trotzdem zu akzeptieren und dann süchtig danach zu werden? Kennen wir so etwas? Vielleicht Kaffee, vielleicht Rauchwaren, was auch immer. Vielleicht, wie ich, bestimmte Süßwaren, süchtig danach zu werden, so ein wenig zumindest. Die Dinge müssen nicht unbedingt nützlich sein, trotzdem sind wir süchtig danach. Und hier kommt auch so etwas. Impulskontrollstörung hängt sehr stark mit diesem Aktivierungsmangel zusammen. Man wird süchtig, obwohl die Reize ohnehin schon zu viel sind, nach noch mehr. Paul Watzlawick nennt es in seiner Anleitung zum Unglücklichsein noch mehr desselben. Wir werden einfach süchtig danach, Inputs zu bekommen. Ich möchte jetzt mit wir wirklich die ADHS-betroffenen Menschen angesprochen wissen. Und der wissenschaftliche Ausdruck dazu heißt physiologischer Aktivierungsmangel. Man beschreibt die Impulskontrollstörung heute auch mit dem Fakt, dass man Menschen vor sich hat, die Impulse suchen, Reize noch mehr aufnehmen wollen, um sich ausgeglichen zu fühlen. Die nach einer Aktivierung suchen, weil sie einen Mangel an Aktivierung verspüren. Auch das ist ein Erklärungsbild, auch das ist ein Blickwinkel für eine Symptomatik zum ADHS-Cluster. Wenn wir weitergehen, stoßen wir auf einen fürchterlich komplizierten Fachausdruck, der mit Prokrastination umschrieben wird. Prokrastination hört sich schrecklich an, ist aber sehr einfach, wenn man auf das deutsche Wort kommt, und das blättere ich Ihnen jetzt gerne auf. Es heißt nichts anderes als Aufschieberitis. Schon einmal gehört, man kann natürlich das als Fachbegriff nicht verwenden, aber wir kennen das sicher. Denn die Aufschieberitis, liebe Zuseher, haben wir wahrscheinlich alle. Wir können immer irgendeine Sache aufschieben und sagen, es gibt doch keine Tätigkeit, die wir morgen nicht machen können, aber die nicht auch noch auf übermorgen verschoben werden kann. Das ist zum Beispiel so ein Spruch, den Mark Twain schon gemacht hat oder getan hat. Aber Aufschieberitis als Leidensdruck, Aufschieberitis als ein Fakt, der ständig das Selbstverständnis eines Menschen ausmacht, das führt eher mehr in Richtung ADHS. Doch trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir damit nicht ein Krankheitsbild beschreiben. Es muss und soll erst dann mit einem ADHS in Verbindung gebracht werden, wenn das ein Teil verschiedener Symptome ist, die als Gesamtbild auffällig viel auftauchen, auffällig signifikant zum Tragen kommen. Und diese Aufschieberitis nun kann ich so beschreiben. Es ist die Sorge, die Angst vor einer Tätigkeit, die man selbst erfüllen sollte, aber nicht oder glaubt nicht erfüllen zu können. Und bei ADHS-betroffenen Menschen haben wir zuvor schon einen ganz wichtigen Terminus, einen Begriff hängen gehabt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass wir schon gesprochen haben vom Selbstwert. Das Selbstwertgefühl eines Menschen, der mit so vielen Sinneseindrücken belastet und auch manchmal überlastet ist, ist nicht besonders hoch. Es ist mit Misserfolgen auf seinem Weg gesäumt. Und so kann natürlich das Gefühl, ich kann das nicht erfüllen, natürlich stärker sich auswirken als bei einem normalen Menschen. Und diese Aufschieberitis kann tatsächlich so manifest sein, dass man überhaupt nicht fähig ist, irgendeine Sache zu beginnen, weil man sie sich einfach nicht zutraut, weil man schon weiß, man kann es ohnehin nicht oder daran fest glaubt. Ich glaube, ich kann Ihnen beschreiben, wie es zum Beispiel mir und einigen meiner lieben Klienten gegangen ist, die mir beschreiben, wie sie das empfinden. Es ist wie eine Mauer, die sich aufbaut. Man hat den Füller in der Hand und möchte seine Hausaufgabe schreiben und das Papier vor einem türmt sich zu einer Mauer auf, die höher und höher wird und man kann über die erste Zeile nicht hinüberkommen. Man kann sie nicht beginnen. Diese Aufschieberitis tut weh. Das ist fast ein Leidensdruck. Und trotzdem wünschen sich diese Kinder, das zu machen. Es ist fast ungerecht, ihnen zu sagen, ihr könntet ja, wenn ihr wolltet. Ich habe es schon einmal beschrieben. Sie wollen und es geht halt nicht. Und hier möchte ich sehr gerne ein Zitat einfügen, das von Johann Wolfgang von Goethe stammt. Er sagt, unsere Wünsche sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns leben.
Ein wunderschönes Zitat und man kann das auf ADHS-Betroffene so ganz, ganz passend anwenden. Ein letztes, was ich Ihnen noch geben möchte, und ich habe trotzdem versucht, mit Fachbegriffen zu sparen, es ist dennoch ein letzter versprochen, den möchte ich Ihnen noch antun. Es ist etwas, das im schulischen Kontext sehr, sehr oft an mich herangetragen wird und deshalb habe ich es für Sie ausgesucht. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen im Schulbetrieb, oder auch natürlich in der außerschulischen Jugendarbeit im Gruppenbetrieb. Sie werden recht oft auf Kinder stoßen, die eine sogenannte dichotome Bewertung aufweisen. Auch das wird sehr oft in den Symptomcluster ADHS mit hineingenommen bzw. ist als Befragung in verschiedenen medizinischen Anamnesen vorgesehen. Die dichotome Bewertung beschreibt die Unfähigkeit, ein nicht übereinstimmendes Verhalten mit einer Ablehnung, gegen eine Ablehnung abzugrenzen. Ich muss es etwas vorsichtiger formulieren. Menschen, die sich denken, dass man gegen sie ist, wenn man nicht für sie ist. Haben Sie das schon erlebt? Ein Kind, das nicht gerade die Zustimmung einer Lehrkraft bekommen hat, sagt, die mag mich eh nicht. Oder noch schlimmer, die hasst mich, siehst du? Ich habe jetzt gerade kein Ja bekommen, also mag sie mich überhaupt nicht und wird immer Nein sagen. Also die Unfähigkeit, einfach eine Ablehnung auch anzunehmen und zu sagen, so wie sie ist, so ist sie, aber es steckt nicht mehr dahinter. Das ist das dichotome Bewerten, dass ich werde nicht gemocht, wenn man nicht gleich für mich war. Das ist ein sehr schwieriges Empfinden und auch da muss ich Ihnen näher bringen, ist es jetzt nicht etwas, das uns hin und wieder passieren kann. Nein, für ADHS-betroffene Kinder, Jugendliche, Erwachsene ist das ein sehr spürbares Hemmnis, eine Schwelle, über die sie gar nicht hinüber können. Wenn die Zustimmung nicht da ist oder eine Ablehnung, wird diese dichotome Bewertung recht oft automatisch ausgelöst. Und über die kann man nicht hinweg. Man muss sie dann mit kognitiver Leistung eigentlich versuchen, zu negieren, wegzubringen, sich einfach zu bemühen. Nein, so darf ich nicht denken. Dennoch drängt sie sich einfach auf. Und so gehen manchmal Menschen mit ADHS sehr hart mit sich selbst um. Sie sehen es schon beim Aufschieben, bei der eigenen Impulskontrolle, aber auch bei der Bewertung von Dingen, die ihnen begegnen. Und so habe ich mir erlaubt, ein kleines Zitat selbst zu entwickeln und Ihnen hier zu geben. Und sie sagt einfach, ganz einfach so. Die Menschen, mit denen wir ADHS-Betroffene am allerhärtesten umgehen, sind wir selbst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.